Ausgerüstet und zwar mit der Macht seiner Stärke. Kurze Umfrage, ich teste einfach mal eure Ehrlichkeit. Wer von euch mag es, wenn ich im Jackett predige, die sogar sagen, ein Pastor, ein Prediger muss ein Jackett anhaben auf der Bühne? Okay, wo sind die Leute, die sagen, es ist mir eigentlich egal, solange ihr was angezogen habt auf der Bühne, ist alles in Ordnung? Okay, also Geschmack spricht für das eine, für das andere oder auch der Eindruck, ne, wie man in eine Bank kommt, dann erwartet man einen bestimmten Kleidungsstil und so weiter, ist aber Geschmack. Wenn wir über die Waffenrüstung reden, dann reden wir nicht über die Option, ja, kann man nicht, sollte man, könnte man, sondern es heißt, zieht an, ergreift sie ganz. Und da gibt es kein optionales Denken, wenn es um die Waffenrüstung Gottes geht. Und die geistliche Waffenrüstung ist ein Teil des christlichen Weges. Wir sind Menschen des Weges. Wir sind auf dem Weg, der Jesus Christus heißt. Und wir lernen oder wollen uns noch mehr darauf besinnen, wollen wieder ein Gefühl dafür bekommen, dass wir in dieser Realität leben. Gerade in der westlichen Welt verschwindet das oder ist gar nicht präsent, dass wir eine unsichtbare Welt haben um uns herum, die Teil dieser Realität Gottes ist. Und so ruft uns der Epheserbrief auf und in der ersten Hälfte macht er deutlich, hey, das ist alles im Hintergrund passiert, das hat alles Jesus gemacht. 3 Kapitel lang wird aufgezählt, was er alles gemacht hat. Und dann im ersten Vers des 4. Kapitels heißt es, nun, aufgrund dessen, was ich euch erklärt habe, lernt eurer Berufung gemäß zu leben. Und dann kommen all die praktischen Dinge wie kauft die Zeit aus, besäuft euch nicht mit Wein, sondern werdet voller Geistes. All diese Dinge kommen danach und erklären uns, wie wir gemäß dieser Berufung leben, wie wir unsere Identität leben in dieser Welt, umgeben auch von der geistlichen, unsichtbaren und zutiefst Bösen, die nur ein einziges Ziel verfolgen, Menschen zu schaden, die Gott folgen wollen, Gott zu besiegen zu wollen, zumindest. Das ist der einzige Grund, warum sie da sind. Das Wesen ihrer Angriffe ist heimtückisch, hinterhältig. Sie versuchen, Einfluss auszuüben, da, wo wir es nicht merken. Sie versuchen, bei den Menschen Einfallstore zu finden. Wenn man sich so eine altertümliche Burg vorstellt, es musste ja Tore geben, wo die Menschen ein- und ausgehen. Das waren gleichzeitig die Einfallstore für die Mächte, die diese Stadt besiegen wollten. Und als Hintergrund für den Epheserbrief dient Apostelgeschichte 19. In Apostelgeschichte 19 haben wir so eine Einleitung zum Epheserbrief. Der Apostel Paulus kommt nach Ephesus und er lehrt 3 Monate lang in einer Synagoge. Und dann teilen sich die Menschen auf. Einige folgen seiner Lehre und von anderen heißt es, und sie redeten schlecht über den Weg, also über das Folgen von Jesus Christus. Und Paulus wechselt in eine Schule des Tyrannus, kann man als Vornamen haben für ein Kind, muss man nicht. Und durch ihn vollbringt Gott ungewöhnliche Wunderwerke. Selbst seine Kleidung wird berührt, aufgelegt, Menschen werden geheilt, Wundersames passiert. Gleichzeitig, und das ist so das Bild,
auf dem Hintergrund dessen sich auch alles in Epheser abspielt und auch so ein Beispiel für unser Leben ist. Gleichzeitig löst es etwas in dieser Stadt aus, erstmal scheinbar Menschliches. Und zwar die Leute, die am Kult von Artemis, der das ganze Stadtleben eigentlich einnimmt, ob es die Statuen sind, ob es die kleinen Souvenire überall sind oder ob es die Handwerker sind, die diese anfertigen. Und dann gibt es einen Aufstand, bei dem einer der Schmiede sagt, der Anführer, davon hängt unser Wohlstand ab. Also scheinbar menschlich, sind nur interessiert an ihrem Wohlstand. Dann sagt, nachdem der Tumult immer größer wird, sagt einer der Staatssprecher, jeder weiß doch, dass Ephesus die Hüterin 1935, welcher Mensch ist denn, der nicht wüsste, dass die Stadt der Epheser eine Tempelhüterin der großen Artemis und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Dies ist unbestreitbar. Und so haben wir dieses Bild. Auf der einen Seite haben wir Menschen, die sich aufregen, die einen Aufstand produzieren, aber wir wissen, dass im Hintergrund ganz andere Mächte im Spiel sind, die diesen Aufstand auslösen. Und das macht uns deutlich, jedes Mal, wenn wir uns auf das Territorium, das beanspruchte Territorium von Satan bewegen, dann schickt er uns Angriffe. Wir hatten letzten Gottesdienst, wie auch die Gottesdienste davor, Menschen, die haben sich für Jesus entschieden, die haben ihre Entscheidung erneut. Und das ist immer ein Angriff auf Satan und seine Welt. Wir dringen vor, wir greifen an, bildlich in der Kampfsprache gesprochen, und er erwidert, er will es nicht haben, er will es auf jeden Fall irgendwie uns untauglich machen für diesen Kampf. Und auf diesem Hintergrund hat Viktor auch letzten Sonntag, und diesen Vers möchte ich nochmal lesen, weil das ist gleichzeitig gut zu wissen. Auf der einen Seite haben wir so dieses Bild, genau, wo Gott seine Welt geschaffen hat, und Teil dieser Welt ist die unsichtbare Welt drumherum, und Teil dieser unsichtbaren Welt beansprucht das Böse für sich, das ist der Herrschaftsbereich. Auch im Epheserbrief in den ersten Kapiteln beschrieben, in der Luft, also in dieser Schichtatmosphäre, herrscht die böse Macht. Aber gleichzeitig schickt der Schreiber des Epheserbriefes auch gleich zwei Verse voraus, und im Vers 21 und 22 sagt er ganz deutlich, damit, also mit dem vollbrachten Erlösungswerk, steht Christus jetzt über allen Mächten und Gewalten. Die Vorrangstellung ist geklärt. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. So haben wir die Gewissheit, es gibt die böse Macht in der unsichtbaren Welt um uns herum, aber gleichzeitig die Machtverhältnisse geklärt, Jesus hat Vorrang. Jesus ist der Herrscher und zwar über alles, was nur irgendeinen Einfluss oder Autorität beansprucht oder hat. Und das müssen wir immer im Kopf behalten, wenn wir darüber reden. Auf der einen Seite, wir wollen sensibilisieren, aber wir wollen auf keinen Fall verängstigen. Denn die Botschaft der Waffenrüstung ist nicht, oh, jetzt müsst ihr euch schützen, da kommen Angriffe, sondern ihr habt das alles. Zieht es an, legt es an. Es ist euers, es ist euch geschenkt worden. Ihr könnt es noch nicht mal euch nehmen. Es ist eure neue Garderobe für diesen Weg, auf dem ihr geht. Das Heimtückische ist an diesem Ganzen, dass diese böse Wesen nicht zu greifen sind. Die sind schlüpfrig, die sind unbegreiflich und auch ungreifbar. Sie werden so zu einer Unzahl von unermüdlichen Angreifern, die immer ihre Pfeile schießen. Und diese Pfeile, die können Irritation verursachen, Lügen, Zwietracht untereinander, Streit, Missverständnisse unter den Menschen, denn die Einheit der Gemeinde ist das eigentliche Ziel. Die Gemeinde steht auf dem Spiel. Ich werde gleich einen Vers lesen, wo deutlich wird, die Gemeinde ist das, was dem Kampf zwischen Gott und dem Bösen
das Paradebeispiel ist dafür, wie weise Gott ist. Sie sind überlegen in vielen Dingen über ihre Stellung in dieser Welt, aber wir wissen, dass zum Beispiel, wenn Krieg ausgebrochen ist und tatsächliche Menschen an der Front kämpfen, verursacht hat es jemand anders, der nicht sichtbar ist. Wir wissen, wenn Menschen streiten, wenn Ehe zerbrechen und Menschen sich gegenseitig verletzen, ja, das sind Menschen an der Front, die das realisieren, aber verursacht haben es die Pfeile des Bösen, die versuchen zu vergiften, zu irritieren, mit Sorgen, mit Ängsten, mit Zweifel, mit allem, was dich lähmt, zu beschießen und untauglich zu machen. Und diese Charakterisierung, wenn man darüber redet, so die Mächte, ja, sind das jetzt strukturelle Mächte? Ja, sind es. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Kindermord okay ist, wo Prostitution ein Beruf ist, wo Menschensklaverei legalisiert ist. Das ist dieses strukturelle Böse, aber ob Menschen oder Strukturen, Regierungen, was auch immer, dahinter wissen wir eine ganz andere Macht, die das realisiert durch Menschen, durch Strukturen, durch Kriege, durch alles Mögliche, weil das Böse sucht immer Einfallstore in uns. Wo öffnen wir ein Fenster? Wo lassen wir etwas zu? Und Viktor hat dieses treffende Beispiel gebracht, so mit dem Auto, das diese Trittbretter, diese kleine Podeste hat und wo man so mitfahren kann, aber du kannst eigentlich nicht mitfahren, weil es viel zu schmal ist, es sei denn, du kannst dich festhalten. Und festhalten kannst du nur, wenn der Fahrer sein Fenster runterkurbelt und du dich einhackst und dann kannst du mitfahren. Und das ist so das Bild für die Einfallstore des Bösen. Wir öffnen das Fenster. Und wenn sie auch nicht an Steuer dürfen, wenn sie uns auch nicht besitzen dürfen, so versuchen sie zu beeinflussen, zu flüstern, zu einen Juckreiz zu verursachen, zu reizen, mitzureißen. Dämonen sind Trittbrettfahrer, die sich versuchen einzuhaken und dann in dein Ohr etwas Entmutigendes, etwas zum Streiten hineinpflanzen. Und Jesus ist derjenige, der hoch über allen diesen Mächten steht, über allem, was Autorität besitzt oder irgendein Einfluss ausübt. Wir wollen uns jetzt dem Text in Epheser selbst widmen und erstmal gucken, was hat dieser Text uns zu sagen, der Bibeltext. Davor noch einmal ein Zitat. So, was ist die Strategie, wenn es heute geht es um den Brustpanzer der Gerechtigkeit? Was ist die Strategie des Teufels, dich unnütze zu machen, dich zu untauglich zu machen für diesen Kampf? Und ein Zitat, das ein Schlüssel dafür ist, möchte ich euch mit euch gemeinsam lesen, bevor wir uns dem Text widmen. Auch von demselben Autor Larry Richards, der das Buch Volle Waffenrüstung Gottes geschrieben hat. Und er sagt, kein rechtschaffenes Leben zu führen, ist wahrscheinlich die tödlichste und üblichste Tür. Also wenn wir nicht das leben, was wir glauben, dann öffnen wir ein Einfallstor für das Böse in unser Leben hinein. Kein rechtschaffenes Leben zu führen, ist wahrscheinlich die tödlichste und üblichste Tür, die wir dämonischer Belastung öffnen. Der Grund dafür ist, dass Satan in dem, was in Epheser 4,22 den alten Menschen nennt, einen Verbündeten hat. Und hier haben wir gleichzeitig einmal diese Aussage, was Satans Strategie ist, nämlich uns von einem rechtschaffenen, von einem frommen, von einem gottgefälligen Leben wegzulenken, abzubringen. Durch Ängste, durch Zweifel, durch Lügen über unsere Ehepartner, Nachbarn, Freunde, Zwietracht. Der hat das gesagt und der hat das gemeint. Und all diese Dinge dienen dazu, uns untauglich zu machen, uns abzulenken, uns irgendeinen Knochen hinzuwerfen, auf den wir uns dann werfen, während hinter uns sich das ganze Spiel abspielt. Das rechtschaffene Leben ist der Schlüssel dafür, dass wir dem Teufel keinen Raum in uns geben. Und genau darum geht es bei der Waffenrüstung. Also wenn wir nochmal auf den Hintergrund des Epheserbriefes die Waffenrüstung betrachten, dann haben wir das gleiche Bild, wie wir vorher haben, wo es heißt, zieht die alte Kleidung aus, nämlich Zorn und Wutausbrüche und sexuelle Unmoral und all diese Dinge und zieht neue Kleidung an. Güte, Friede, Langmut, Enthaltsamkeit.
Das ist das Bild, das wir da haben. Und die Waffenrüstung ist nur ein anderes Bild für den gleichen Vorgang. Altes Leben abzulegen und neues Leben anzuziehen, nur dass es hier so ein Motiv des Kampfes hat, weil wir uns im geistlichen Kampf befinden. Insofern geht es weniger um die Rüstungsteile, die wir sehen, sondern um die eigentlichen Tugenden, Eigenschaften, den Tatbestand, nämlich heute ist das Thema Gerechtigkeit. Tragt die Gerechtigkeit. Und darüber wollen wir jetzt reden. Wir haben den Vers 10 und Sam hat zu Beginn diesen Text gelesen in ganzer Länge und da heißt es nun ein Wort zum Schluss. Also der Brief geht zu Ende, 6 Kapitel gehen zu Ende und er sagt nun, fasst immer das Vorhergesagte auf und sagt nun noch etwas zum Schluss. Und wir wissen so, wenn wir uns verabschieden, wenn irgendwo am Ende von irgendeiner Veranstaltung sonst irgendwas gesagt wird, das, was zuletzt gesagt wird, wie Jesus bei seinem Abschied, enthält oft eine ganz wichtige Wahrheit. Und hier bezieht er das Bild der Waffenrüstung auf das Gesamtvorhersagte in diesem Brief. Und jeder Teil dieser Rüstung, Glauben, Gerechtigkeit, Frieden, all diese Dinge wurden vorher schon in diesem Brief behandelt. Und jetzt fasst er das noch einmal in einem Bild zusammen, in einem Bild einer Waffenrüstung eines römischen Legionärs und sagt, mit diesem Bild möchte ich euch auf diesen Weg entlassen, in die Nachfolge entlassen. Das braucht ihr, um sicher anzukommen. Nun ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Und hier merkt ihr schon, da ist ein sehr kraft-machtlastiger Spruch. Drei Worte, drei ganz unterschiedliche Worte für Kraft und Macht werden hier gebraucht, um deutlich zu machen, hier geht es um die ultimative Macht, die Gott zu bieten hat. Kraft, Macht und Stärke. Drei Worte, die das alles so subsumieren und sagen, hier geht es um die ultimative Kraft Gottes, die wir uns zunutze machen sollen, die wir anzapfen können. Teil davon dürfen wir sein. Wir haben während der Auferstehungsreihe darüber gesprochen, dass die Kraft, mit der Gott Jesus auch erweckt hat, in uns lebt. Das ist ein anderes Bild dafür. Die Kraft und Macht seiner Stärke, das ist das, was wir für uns in Anspruch nehmen sollen. Sie ist da, wir können sie nicht produzieren, aber wir können sie uns anziehen, zu eigen machen und in dieser Kraft leben. Die zweite Wahrheit im Vers 11 ist, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an. Das ist so wie mit der Frucht des Geistes. Oft sagen Leute die Früchte des Geistes, weil es eben 9 an der Zahl sind. Aber diese 9 sind alles eine Frucht. Und die sind miteinander verbunden. Die sind nicht einzelne Stücke von der Frucht. Genauso wie auch hier. Du kannst nicht wählen, oh, heute brauche ich den Brustpanzer der Gerechtigkeit und morgen brauche ich das Geistesschwert des Wortes, sondern die gesamte Rüstung ist da. Eine dritte Wahrheit in diesem Bibeltext ist, diese Waffenrüstung wird der Gemeinde gegeben. Nicht dir und mir als Individuum, gewissermaßen schon, aber es ist eigentlich eine Gabe für die Gemeinde, weil die Gemeinde steht auch als Ganzes in diesem geistlichen Kampf auf dieser Weltbühne, wo Gutes und Böses, wo Gott und Teufel ihren Kampf austragen und eigentlich, wie wir gleich lesen werden, diesen Kampf schon entschieden haben. Denn Gott hat in Epheser 3, Vers 10 bis 11, da heißt es, Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten, also all das Böse, was da herrscht, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. An der Gemeinde präsentiert Gott der unsichtbaren Welt, was eigentlich Sache ist. Das ist meine Realität. So sieht realisierte Erlösung aus. So sieht realisierte Nachfolge aus. Menschen, die konsequent Jesus folgen, werden für Gott zu einem Repräsentanten für die unsichtbare Welt. Und deswegen gilt diese Waffenrüstung auch der ganzen Gemeinde. Sicherlich jeder Einzelne muss Gerechtigkeit leben, muss diesen Frieden verkünden, aber es dient dazu, die Gesamtgemeinde eben auf dieser Weltbühne als Gottes Illustration
für seine Macht, für seine Weisheit zu präsentieren. Und so heißt es hier, legt die komplette Waffenrüstung an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels, hier wird nochmal das Wesen seiner Angriffe deutlich, es geschieht im Hintergrund. Ganz selten, wir haben so in dritte Weltländern, so in Weltern, wo der Aberglaube, der heidnische Glaube noch sehr groß ist, haben wir ganz öffentliche Konflikte, wo das Böse sich durch eine Besessenheit manifestiert oder eine besondere Krankheit oder sowas. In der westlichen Welt scheint es eher so und auch dort die meiste Zeit passiert das im Hintergrund. Und wenn wir feststellen, da teilt sich eine Gemeinde, da gibt es einen Streit unter Menschen, so böse Dinge passieren, dann wissen wir, im Hintergrund hat der Böse das Spiel in dem Fall für sich entschieden. Er ist hinterhältig und er arbeitet mit Durcheinanderbringen, Zwietracht säen, Lügen auf die Menschen abschießen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter dem Bösen stehen. Werdet stark in der Macht seiner Stärke und indem ihr sie, diese Waffenrüstung, diese Macht und Kraft anlegt, seid ihr bereit, sicher zu stehen und zu widerstehen. Denn der Kampf richtet sich eben, und hier versucht er die Kulisse so wegzuziehen, den Vorhang wegzuziehen und deutlich zu machen, wenn ich gerade in einem Streit meine Frau verletze, wenn ich meinen Kollegen verleumde, wenn ich vielleicht auch tatkräftig Böses vollbringe, dann ja, bin ich es. Aber jemand hat mich dazu gebracht, jemand hat mich beeinflusst. Und das ist kein Grund, dem Teufel die Schuld für eigene Sünden zu geben. Das ist gar nicht die Einladung dazu. Aber einfach die Gewissheit, wenn wir diese Dinge wahrnehmen, Menschen sind an der Front, aber sie machen sich in dem Fall zu Theaterpuppen, die sich vom Bösen dirigieren lassen in dem Einsatz für sich. Denn unser Kampf, auch wenn er oft strukturell in unserer Gesellschaft zu sehen ist, sozial in unseren zwischenmenschlichen Konflikten, ist nicht mit Menschen, sondern ist mit dem Bösen. Und hier haben wir wieder so ein Sammelsurium an Begriffen. Wir haben Mächte, Gewalten, wir haben Herr der Geister. Und das ist eigentlich die einzige Bibelstelle, die all diese Dinge aufzählt. Und da geht es weniger darum, oder gibt es irgendwie Ränge, und da muss man gucken, gibt es Unterschiede. Es geht einfach deutlich zu machen, das ultimative Böse ist das, wogegen ihr kämpft. Und da werdet ihr mit menschlichen Mitteln nicht weiterkommen. Und all diese Begrifflichkeiten, drei unterschiedliche Worte werden hier genannt. Sie dienen nur dazu, deutlich zu machen, das ultimative gesamte Böse ist das, wogegen ihr eigentlich ansteht. Und da wird deutlich, nee, da komme ich nicht mehr zurecht, es sei denn, dass Gott mich ausstattet, dass er mir die Sachen gibt, die ich brauche. Und da nochmal der Aufruf, ein Zitat davor. Und die Charakterisierung der Mächte verhindert eine Wahl zwischen soziologisch-politisch identifizierbaren Mächten. Also wir sollen das nicht nur irgendwie, oh, die Regierung ist böse oder irgendein Konzern, der ist okkult, der ist das Böse, so einordnen, die als spirituell wahrgenommen oder sagen, es sind nur geistliche Wesen und mythologisch beschrieben werden, also so geschichtsmäßig märchenhaft. Nichts von diesen Dingen. Besser noch, der Autor des Epheserbriefes hätte sie nicht als alternative Kategorien gesehen, sondern als verschiedene Erscheinungsformen einer, und das ist so eine sehr treffende Beschreibung, eines nahtlosen Netzes der gottfeindlichen Wirklichkeit. Also da geht es nicht darum zu differenzieren, was wo ist, sondern all das steht für ein Netzwerk des Bösen, das sich verbreitet in dieser Welt, dem wir gegenüber stehen, so beschreibt es einer der Autoren. Und in Vers 13 haben wir wieder den Aufruf, deshalb greift zu allen Waffen, nicht nur der Brustpanzer, nicht nur ein Schwert, nicht nur ein Helm, er greift die gesamte Waffenrüstung, es ist Gottes Waffenausrüstung. Gott hält sie bereit. Gott hat alles vollbracht, mit dem er uns ausstattet.
Greift zu der gesamten Waffenrüstung. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch entgegenstellen. Und jetzt achtet, der Ausgang ist entschieden. Ihr werdet erfolgreich kämpfen. Nicht kämpft bitte erfolgreich, sondern ihr werdet erfolgreich kämpfen, wenn er die gesamte Waffenrüstung anlegt. Und am Ende als Sieger dastehen. Noch bevor er zur Auslegung der Waffenrüstung kommt, sagt er, ihr werdet erfolgreich sein in eurem Kampf und ihr werdet als Sieger dastehen. Das ist, wie wir diesen geistlichen Kampf betreten. Ausgestattet von Gott mit seiner ultimativen Macht, mit der Vorrangstellung von Christus in diesem Universum, werden wir siegreich kämpfen. Also wir werden in ein Siegerteam hineingewählt. Wir werden Teil dessen. Und dann heißt es in dem Vers 14, stellt euch also entschlossen zum Kampf auf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Das haben wir letzten Sonntag besprochen. Wenn du heute neu bist, schau bitte bei YouTube nach, findest du die Predigt zum Gürtel der Wahrheit. Heute geht es darum, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Worum geht es uns dabei? Also wir haben gesagt, die Rüstung ist eine Metapher, es ist ein Bild. Genauso wie das Bild vorher, legt die alte Kleidung ab, zieht die neue Kleidung an, deutlich macht, legt das alte Leben ab und lebt neue Denkmuster, neue Lebensmuster. Begebt euch nicht an das Alte, was ihr abgelegt habt. Und hier geht es um ein anderes Bild der Waffenrüstung. Lebt das, was Jesus vollbracht hat. Macht das lebendig, was er eigentlich schon geschenkt hat. Also eine mächtige, mächtige Aussage. Wir sollen uns dessen bedienen, was er uns gegeben hat. Und wenn wir mal die ganzen Rüstungsteile weglassen, dann geht es um nichts anderes als um Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Treue und das Wort Gottes im Gebet. Das sind die wirksamen Mittel im geistlichen Kampf. Wenn wir mal die ganzen Metaphern weglassen von Brustpanzer, Schwert und alles andere, dann geht es um nichts anderes als um Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Treue und das Wort Gottes im Gebet. Das ist das, womit er uns ausstattet. Das ist das, was wir, indem wir diese Rüstung anlegen, eigentlich im Alltag leben sollen. Also, wenn wir diesen Satz auslegen wollen, zieht die Waffenrüstung an, dann heißt es nichts anderes als, lebt in eurem Alltag folgende Dinge. Seid wahrhaftig, lebt einen Lebensstil der Gerechtigkeit, verkündet den Frieden Gottes, den er uns gegeben hat, verkündet seine Treue, seine unendliche, nicht von uns abhängige Treue und lasst das Wort Gottes und Gebet das Fundament dieses Lebens sein. Das ist ganz vereinfacht der Aufruf, zieht die Waffenrüstung an. Zum Bild selber, so der Panzer hat dieses Wort Thoraka, Thorax kennt ihr, ne? Thorax wird ein Bild von den Lungen gemacht und so. Das ist so eine, im Prinzip eine Metallplatte, die die lebenswichtige Organe schützt und macht deutlich, dass es eigentlich Gerechtigkeit ist, das Zentrale in unserem Glaubensleben. Und wir werden gleich nochmal darüber reden, was es bedeutet, diese Gerechtigkeit. Aber das Bild selber, dass Gerechtigkeit mit dem Brustpanzer assoziiert wird, bedeutet, ey, hier geht es um ganz, ganz lebenswichtige Dinge. Nichts von diesen ist wegzudenken, noch einmal, ergreift die gesamte Waffenrüstung, aber hier geht es um ganz, ganz lebenswichtige Dinge. Lunge, Herz wird geschützt, Eingeweide, all das, wo man ganz schnell getötet werden kann. Und das Bild soll deutlich machen, die Gerechtigkeit ist etwas ganz, ganz Lebenswichtiges in unserem Glaubensleben. Und so wollen wir das auch betrachten. Wir haben, und bevor ich darüber anfange zu sprechen, im Zitat vorher gelesen, dass das Böse einen Verbündeten in uns hat. Und dieser Verbündete ist der alte Mensch. Wir haben im Epheserbrief die Beschreibung in Kapitel 2, so es gibt die geistlich toten Menschen. Sie können Gott nicht empfangen. Das ist wie ein Fernsehreceiver, der ausgeschaltet ist. Die Wellen sind da, aber er empfängt nichts. So ist ein gottloser Mensch. Er kann Gott nicht wahrnehmen. Er kann sich auch nicht vorstellen, dass es da jemand gibt. Und dann sagt er, und ihr seid mit Christus erweckt worden zum neuen Leben.
Zack, der Receiver ist an. Plötzlich bekommen Bilder einen Ton und Wellen ein Bild und einen Ton. Wir sind imstande, Gott aufzunehmen, wahrzunehmen, zu hören, seinen Willen zu realisieren in dieser Welt. Wir sind auferweckt worden. Aber, und hier kommt die Spannung im Glaubensleben. Wir haben dieses Bild vom alten und neuen Menschen im Neuen Testament. Beide sind Teil von uns. Beide sind Realität. Auf der einen Seite dieser Mensch, den wir als alte Kleidung ablegen sollen, all die schlechten Eigenschaften, die wir uns angewöhnt haben über unser Leben lang, all das Böse in uns, das Neue sollen wir anziehen, und doch sind beide präsent. Und dieser alte Mensch, dieses alte Wesen, die alte Weltanschauung, die alten Denkmuster und Verhaltensmuster, sie sind der Haken, an dem das Böse versucht einzuhaken und versucht, ihren Willen zu realisieren, indem sie diesen Haken dort einsetzt und diesen alten Menschen zum Verbündeten hat. Das heißt im Epheserbrief dann auch, dieser alte Mensch, der verfällt wieder diesen alten Begierden und weiß dabei nicht, dass er sich wieder ins Verderben stützt. Also ihr kennt das aus eurem Leben, ich kenne das aus meinem Leben, das, was wir Versuchung nennen. Wir wollen das Gute, das Heilige, das Gottgefällige tun, aber immer wieder passiert uns. Wir enden in Streit, wir enden in Beleidigung oder noch viel schlimmere Dinge. Wir verfallen in Süchte oder sonstige Dinge, weil der Teufel ein Einfallstor in uns gefunden hat über den alten Menschen. Der hat versucht, an allen unseren alten Eigenschaften uns ein Seil zu strecken, uns festzuhalten, uns zu lähmen für das gerechte Leben, das Gott entsprechende Leben. Der alte Mensch ist immer noch da und das beschreibt unseren Kampf. Wie wir diesem alten Menschen auch widerstehen können, wie wir diesen Kampf gewinnen können, ist, indem wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen. Und lasst uns mal ein bisschen über Gerechtigkeit reden. Ihr seid fleißige Bibelleser, manche von euch Theologie studiert. Also es gibt mehrere Verständnisse in der Bibel von Gerechtigkeit. Einmal ist es so, Gerechtigkeit als Gottes Standard. Gott hat einen Standard, ich bin so, also sollt ihr auch so sein. Ich bin heilig, deshalb sollt ihr heilig sein. Dann haben wir so dieses Verständnis, Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Ja, Neues Testament, Römerbrief, Galaterbrief, wir sind nicht imstande, seinem Gerechtigkeitsanspruch gerecht zu werden, also macht er es für uns möglich. Und die meisten Christen bleiben hier stehen und sagen, ja, Gerechtigkeit ist mir geschenkt worden. Ich kann ja nichts, Gott schenkt es mir. Aber genau das ist das Einfallstor des Bösen. Weil es geht nämlich um eine dritte Gerechtigkeit, nämlich um die gelebte Gerechtigkeit. In den Evangelien, besonders im Matthäus-Evangelium, wird es deutlich, denn dort wird der Begriff Gerechtigkeit fast ausschließlich ethisch gebraucht. Also er hat etwas mit unserem Lebensstil zu tun. Es geht nicht nur darum zu glauben, Gott hat mich gerecht gemacht, sondern vor allem gerecht zu leben, das rechte Ding zur rechten Zeit zu tun, Gott entsprechend zu leben. Und das sagt Paulus, wenn er sagt, zieht den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, mit anderen Worten, lebt Gott entsprechend. Lebt, Epheser 4,1, eurer Berufung gemäß. Lebt eurer Identität entsprechend. Das ist die Einladung heute. Zieht den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, bedeutet, André, leb endlich mal so, wie du eigentlich bist. Leb das, was Gott dir geschenkt hat. Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Treue. Das ist die Einladung für heute, wenn wir über die Gerechtigkeit reden. Nicht mehr so weiterzuleben, wie wir es sind, sondern er beschreibt es in den nächsten Versen. Dann wurdet ihr aber euch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, also der Vergleich alter neuer Mensch, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stützt. Begierden ist das, wo der Teufel uns einhakt an unserem alten Menschen und versucht, zu Fall zu bringen, ins Verderben zu stützen. Und ihr wurdet gelehrt, euch im Geist und in eurem Denken
erneuern zu lassen. Das ist der Weg, wie wir diesen alten Menschen ablegen. Wir haben Gedankenmuster, wir haben Verhaltensmuster, wir haben mit einer Weltanschauung gelebt, die Gott nicht mit eingeschlossen hat. Und nun lernen wir ein Leben zu leben, im Gegensatz zu dem, wie ich vorher war. Meine Weltanschauung hat sich verändert. Meine Gewohnheiten, meine Verhaltensmuster, Denkmuster müssen sich auch verändern. Und das geschieht, indem wir uns erneuern lassen. Oder das zweite Bild ist, den neuen Menschen anziehen, der nach Gottes Bild geschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind. Es geht um einen gerechten, heiligen Lebensstil. Das ist, was der Apostel hier in diesen Versen deutlich machen möchte. Und der Larry Richards fasst es noch einmal zusammen und sagt, wir Christen sind ein Volk, das mit sich selbst im Kampf steht. Der alte Mensch und der neue Mensch. Und in diesem alten Menschen, der weiterhin die Freuden und Sünde begehrt, haben Satan und seine Dämonen einen Verbündeten, einen engen Verbündeten, einen inwendigen Menschen, der sich der Folgen seines Tuns unbewusst ist, eifrig die Türen öffnet, durch die Dämonen sich Zugang in unser Leben verschaffen können. Und das ist etwas, worauf wir Acht haben müssen. Und das hilft uns auch, wenn wir zurück in unser Leben schauen. Und heute werden wir auch zum Gebet einladen. Und vielleicht bist du heute unter den Mutigen. Vielleicht kommst du nicht nach vorne, aber wartest dann im Foyer oder unten beim Frühstück darauf, Dinge zu bekennen, Dinge auszuräumen. Das, was der alte Mensch in dir immer noch verursacht, in deinem Alltag, abzulegen. Zu sagen, und heute entscheide ich mich neu, dieses neue Gewand anzuziehen, Gott entsprechend leben zu wollen. Nicht in den alten Mustern, die ich so kenne. Die Einladung gilt uns und ich überspringe die ganzen Vergleiche zwischen alter und neuer Mensch. Die Einladung ist für uns, dass wir uns diesem Kampf stellen. Dass wir uns nicht begnügen damit, ja halt, so bin ich halt. Und jetzt bin ich schon 60, jetzt bin ich schon 40, jetzt wird sich eh nichts mehr ändern. Jetzt muss ich einfach warten und die Menschen um mich herum müssen mich einfach mal so dulden, wie ich bin. So, es geht halt nicht anders. Das ist eine Lüge des Teufels. Das ist ein Pfeil in dein Herz, das dich versucht zu lähmen, aufzugeben, Arme hängen zu lassen und einfach nur noch zu warten, bis Jesus dich abholt. Die Einladung ist, nein, aufrecht stellen. Er sagt, stellt euch aufrecht hin, stellt euch in eine Kampfstellung hin. Steht nicht einfach so wie Opfer da, stellt euch in eine Kampfstellung hin. Denn wir haben gelesen, wir sind im Siegerteam. Wir werden erfolgreich bestehen und wir werden den Sieg erlangen. Das sind Zusagen, das ist Realität Gottes. Und wir müssen uns diese Realität zu eigen machen. Das müssen wir uns Sachen sagen, wenn die Versuchungen auf uns zukommen, wenn wieder ein Kampf in meinem Kopf stattfindet, wenn ich ja wieder in einer Situation bin, wo ich etwas nachgeben möchte aus meinem alten Leben, dann müssen wir uns sagen, nein, mir gilt diese Waffenrüstung. Gott hat mich ausgestattet, denn nichts von dem, Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Treue, nichts von dem habe ich zustande gebracht, sondern er hat es in mir bewirkt. Das ist eine heftig krasse, gute Nachricht, oder? Wir sind vollkommen ausgestattet, jeden Kampf zu gewinnen. Wir sind im Siegerteam und wir können uns da auch frei darin begeben. Und dennoch die Einladung ist, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Er schreibt es Gläubigen. Nachdem er all den Siegeszug von Jesus in den 3 Kapiteln beschrieben hat, und sagt, jetzt lebt endlich dieser Berufung gemäß, da heißt es, und gebt ihm keinen Raum. Und als nächstes wird genannt, gerade Zorn, Wutausbrüche. Lasst es nicht zu, dass der alte Mensch euch wieder nach unten reißt. Gebt ihm keinen Raum. Wenn wir zusammenfassen, dann heißt es, Gott stellt uns seine Rüstung zur Verfügung als ganze Gemeinde. Du kannst es für dich persönlich annehmen, Gott hat dich ausgestattet, aber eigentlich geht es um mehr. Es geht um einen kosmischen Kampf auf der Weltbühne, wo Gut und Böse, wo Gott und Teufel um
uns kämpfen. Wir haben die Offenbarungsreihe gehabt, genau das gleiche Bild. Offenbarung beschreibt diese Weltbühne, diesen eschatologischen Kampf zwischen dem Guten und Böse, Gott und Teufel. Wir sind Teil davon, weil Gott an der Gemeinde der unsichtbaren Welt proklamiert: Ich habe schon gewonnen. Schaut euch diese Menschen an. Sie leben nicht perfekt, aber sie leben in meinem Willen. Und sie kämpfen jeden Tag darum, dass sie ein gerechtes Leben leben. Dass sie bekennen ihre Sünden, stehen auf und gehen weiter. Bleibe nicht allein irgendwo in einer schamvollen Ecke, in einer Isolation, sondern öffnen sich jemandem. Lassen jemanden zu, in ihr Leben zu sprechen und ihnen aus dieser Situation zu helfen. Die zweite Wahrheit: Wir sollen die gesamte Rüstung anziehen. Es geht nicht darum, heute mal das so, oh, heute gibt es einen schicken Abend und morgen bin ich casual, was auch immer anliegt, so dem Anlass gemäß. Alle Waffenrüstung zu jeder Zeit. Nicht das eine oder das andere vorziehen. Und das dritte ist, die Rüstung anzulegen heißt eigentlich, Gott entsprechend zu leben. Da ist keine Mystik dahinter. Wie sieht das denn aus und mache ich das richtig? Das heißt eigentlich Tag für Tag so zu lernen, wie Jesus das möchte. Das zu tun, was er möchte. Versöhnung zu suchen, Dinge zu bekennen, was auch immer für dich dran ist, was auch immer für dich der nächste Schritt ist, das kannst du gerne in einem Gebet nach dem Gottesdienst hier vorne oder im Foyer, wo auch immer, abgeben und einladen. Und diese Waffenrüstung von Wahrheit, Treue, Gerechtigkeit, Frieden mit dem Schwert des Geistes und das Gebet mit anzuziehen. Es Teil von deinem Leben lassen. Es Teil von deinem Leben lassen. Abschließend ein Zitat vom selben Autor, das sich auf das Vorherige bezieht. Ein rechtschaffenes Leben zu führen, ist eine lebenswichtige Verteidigungsstrategie. Brustpanzer schützt deine lebenswichtigsten Organe. Gerechtigkeit, also Gott entsprechend zu leben, ist die lebenswichtige Verteidigungsstrategie gegen Dämonisierung. Dämonen sind darauf aus, dass jede Sünde sich zu einer Gewohnheit entwickelt, dann zu einem Zwang wird und schließlich in einer Sucht zur vollen Blüte heranreift. Er will uns knechten, unbrauchbar machen, als Opfer darstellen. Das sind wir nicht. Wenn wir lernen, rechtschaffen, fromm, gottgefällig zu leben, stehen wir dem entgegen. Wie können wir es ganz praktisch tun? Ich glaube an die Kraft einer Gruppe, an die Kraft der Beziehungen. Und Supportgruppen ist noch nicht etwas, was bei uns so selbstverständlich ist. Aber gerade hier, wenn jemand sagt, ich will das endlich loswerden, ich will frei werden von dem oder jenen und ich habe 2, 3, 4 Leute, trefft euch, betet, baut eine Rechenschaftskultur auf, bekennt es einander, helft einander, die nächsten Schritte zu gehen in dieser Supportgruppe. Und wenn ihr da Hilfe braucht, kommt auf uns zu und wir helfen hundertprozentig dabei. Es beginnt mit dem Gebet, dass Gott, dass der Heilige Geist die Dinge aufdeckt. Manchmal sind wir so verblendet, dass wir schon gar nicht mehr erkennen. Ja, das ist doch normal, ja, jeder tut es doch. Ja, das mache ich ja schon seit 20 Jahren. Lass Gott es in dir aufdecken und mit Namen nennen. Und wenn er das tut, dann gehorche ihm auch. Dann bekenne es jemandem, ihm und jemand anderem, bleib nicht damit alleine und kehre um von dem oder sag dich los von dem, was immer das für eine Belastung für dich ist. Also vertrau dich Gott, vertrau dich jemandem an. Der Teufel hat den halben Kampf gewonnen, wenn er dich in einer Ecke hat, mit Scham behaftet hat, als Versager darstellt, bloß keinen an dich ranlässt, dann hat er schon den halben Kampf gewonnen. Wenn du rausgehst zum Gebet oder in der Woche dir einen Gebetspartner, einen Gesprächspartner, eine Beichte suchst, dann hast du schon den Kampf halb gewonnen. Und dazu lade ich dich ein.